als wäre es gestern gewesen. So erinnert sich jeder an seine Kindheit. Wir haben viel Fliegeralarm gehabt. Dann wurden die Schulen als Lazarett eingerichtet. Es war keine schöne Jugendzeit. Heute geht es den Kindern viel, viel besser. Aber ich habe eine glückliche und eine gute Kindheit gehabt. Es war eigentlich, ja, es war immer jemand da für mich. Das wundervolle Gestern sind die Erinnerungen von morgen. Geschichten, die für alle etwas ganz Besonderes sind. Altern ist also ein hochinteressanter Vorgang. Man denkt, wie wird es sein? Wo kann man selbstbestimmt und in Würde alt werden? Was wird sein, wenn ich einmal Hilfe brauche? Wer kümmert sich, wenn meine Kinder beruflich bedingt in einem anderen Ort oder sogar in einem anderen Land leben? Diese Fragen haben die Mitarbeiter des familiär geführten Pflegewohnpark im Haus der Generationen schon häufig beantwortet. Was ist das Besondere an dem Pflegewohnpark der Generationen? Unser Motto, was wir hier leben, tagtäglich in der Arbeit verrichten, dass sich die Mitarbeiter, die Angehörigen, die auch vor allem die Bewohner hier wohlfühlen und einen schönen Lebensabend miteinander verbringen können, ohne dass sie das Gefühl haben, sie sind abgeschoben oder sie sind halt auf ihrer letzten Reise alleine. Unsere Einrichtung macht aus, dass wir sehr viel Wert auf den familiären Aspekt legen. Denn für die meisten unserer Bewohner sind wir die einzige Familie, die sie halt noch haben. Zwei Einrichtungen und doch individuell. Einmal zentral gelegen in der Landeshauptstadt Erfurt und einmal im idyllisch gelegenen Weißensee. Zu vielen Aktivitäten, die angeboten werden, besticht Erfurt durch seine Sehenswürdigkeiten und bietet das Flair einer im Grünen gelegenen Großstadt, die zum Entdecken einlädt. Der historische Stadtkern in Weißensee wurde 1168 erstmals urkundlich erwähnt. Also wenn Sie Weißensee besuchen, dann finden Sie sehr viel, insbesondere historische Bausubstanz. Mit seinem schönen Marktplatz und dem liebevoll angelegten chinesischen Garten fühlt es sich zu jeder Jahreszeit wie ein Stück Urlaub an. Der chinesische Garten ist der Garten des ewigen Glücks. Das Besondere an diesem Garten ist, dass Sie, denke ich, irgendwo relaxed wieder auch zurückkommen. Zu seinem gewissen Charme und der nötigen Ruhe hat das Haus Weißensee viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie einige Besonderheiten. Weißensee ist ein idyllisches, verträumtes Städtchen, was genauso den Aspekt auf das Familiäre legt wie wir. Abwechslungsreiche Aktivitäten mit Sportprogrammen und regelmäßig stattfindenden Festen sind nicht nur bei den Bewohnern sehr beliebt. Mit Bratwurst, Brätel und dem beliebten Dessert gelingt jede Party. Herr Krewitzki, der Hauswirtschaftsleiter, kennt aus seiner langjährigen Erfahrung viele Spezialitäten. Aber immer wieder werden auch neue Rezepte ausprobiert. Ja, das, was man hier sieht, das ist unser Smoothie-Stand. Wir haben da so, sagen wir mal, eine Möglichkeit gefunden, auch gerade für unsere Bewohner im Haus, denen auch mal was anzubieten, wo sie sonst, sagen wir mal, nicht so rangehen. Also, sagen wir mal, ein älterer Mensch beißt nicht unbedingt mehr von alleine oder freiwillig in den Apfel rein. Aber wenn er den schön hier so in so einer Form dargereicht bekommt mit ein paar anderen leckeren Zutaten, dann wird das auch sehr gerne angenommen. Neben den älteren Menschen mit festen Wurzeln und einer großen Lebenserfahrung werden auch junge Erwachsene mit Behinderung betreut, die hier eine Möglichkeit finden, ihre Wurzeln wie ein Baum auszustrecken und so einen festen Halt zu finden. Das Konzept von beiden Häusern ist geprägt von einer sehr menschlichen und lebensbejahenden Atmosphäre mit den Ansprüchen an ein gelebtes Qualitätsmanagement. Unsere Qualitätsziele sind zufriedene Bewohner und zufriedene Mitarbeiter. Das erreichen wir durch Offenheit, Kommunikation und Transparenz. Die zahlreichen Kulturveranstaltungen sind ein echtes Erlebnis und werden von den Bewohnern des Pflegewohnparks genutzt. Für die Bewohner versuchen wir so viel wie möglich Angebote auch in der Natur zu unterbreiten. Mit Spaziergängen, Ausflügen, Feierlichkeiten, auch da mal die Angehörigen einzubeziehen mit kleinen Beiträgen oder mit mitgebrachten Dekorationen, so dass man halt das Miteinander auch in diese Beziehung leben kann. Altern ist überall ein hochinteressanter Vorgang,
Aber im Pflegewohnpark in Weißensee und im Haus der Generationen in Erfurt bleiben die Erinnerungen der Kindheit für immer erhalten und ergänzen so einen aktiven, selbstbestimmten Lebensabend.